Dieses Tutorial beschäftigt sich mit Spinlocks. Spinlocks schützen kritische Abschnitte von Programmen. Ein kritischer Abschnitt eines Programms ist ein Codestück, das höchstens von einem Prozess gleichzeitig ausgeführt werden darf, beispielsweise Zugriff auf Einträge einer Datenbank, wo sich zwei oder mehr Prozesse gegenseitig stören könnten. Der Spinlock setzt also, man sagt, den wechselseitigen Ausschluss bezüglich dieses kritischen Abschnitts durch. Hierzu benutzt er eine boolsche Lock-Variable. Lock gleich true soll bedeuten, der kritische Abschnitt ist zurzeit belegt, darf also nicht betreten werden. Lock gleich false, der kritische Abschnitt ist frei. Man kann also die Lock-Variable mit einem Eisenbahnsignal oder einer Ampel vergleichen. Wenn das Signal rot ist, dann ist der kritische Abschnitt belegt. Wenn es grün ist, dann ist er frei. Wir illustrieren die Idee an einem Eisenbahnbeispiel, einer zweigleisigen Strecke, die sich an einer Stelle auf ein Gleis verengt. Diese Stelle ist der kritische Abschnitt, da hier nur ein Zug gleichzeitig fahren kann. Der Zutritt zu diesem kritischen Abschnitt wird durch ein Signal geregelt. Wenn ein Zug kommt und der Lokführer das Signal auf grün gestellt sieht, dann kann er weiterfahren, er stellt das Signal auf rot und fährt in den kritischen Abschnitt ein. Wenn ein zweiter Zug kommt, sieht der Lokführer das Signal auf rot stehen, er wird warten, bis der erste Zug den Abschnitt wieder verlassen hat, das Signal springt auf grün zurück und der zweite Zug kann seinerseits in den kritischen Abschnitt einfahren. Mit Flowcharts dargestellt sieht die Sache also so aus. Wir haben beliebig viele Prozesse, die einen kritischen Abschnitt ausführen möchten. Hier nur zwei davon dargestellt. Wir haben eine gemeinsame Lock-Variable für diese Prozesse und wir haben bei jedem Prozess die Operationen auf der Lock-Variablen vor dem kritischen Abschnitt Lock auf True setzen, anschließend Lock auf False setzen, also das Signal auf Rot bzw. wieder Grün stellen. Vor dieser Operation haben wir jeweils eine Schleife, in der geprüft wird, ob Lock gleich True ist, also der kritische Abschnitt gesperrt ist. Solange der kritische Abschnitt gesperrt ist, kreist der Prozess in dieser Testschleife und verlässt sie erst, wenn der kritische Abschnitt wieder freigegeben wurde. Wir haben es also hier zu tun mit einem sogenannten aktiven Warten, wo die Lock-Variable in einer Schleife geprüft wird. Daher stammt auch der Name Spinlock von Englisch to spin kreisen. Der Nachteil bei einem solchen aktiven Warten ist offensichtlich der Ressourcenverbrauch, CPU-Zeit und damit Energie wird in hohem Maße verbraucht. So wie bisher dargestellt, sind Spinlocks nicht sicher. Es können Fehler auftreten, wenn die ausführenden Prozesse zwischen dem Testen und dem Setzen der Lock-Variablen unterbrochen werden. Im Eisenbahnbeispiel sieht dieser Fehler so aus. Zwei Züge erreichen die Engstelle fast gleichzeitig, sodass die Lokführer beide ein grünes Signal sehen. Sie fahren beide also weiter, stellen jeweils das Signal auf Rot, prüfen es aber nicht noch einmal, fahren in den kritischen Abschnitt hinein, wo es dann zu einer Kollision kommt. Damit dieser Fehler nicht auftreten kann, muss das Testen und Setzen der Lock-Variablen atomar geschehen. Atomar, nicht unterbrechbar. Im Eisenbahnbeispiel müssen also diese beiden Operationen prüfen, des Signals und Rotstellen des Signals atomar, also in einem Schritt, ausgeführt werden. Der Lokführer des ersten Zuges wird also das Signal, nachdem er festgestellt hat, es ist grün, auf Rot stellen, bevor der zweite Lokführer irgendetwas tun kann. Der zweite Zug muss also warten, bis der erste Zug beide Signaloperationen beendet hat, demzufolge
kann der erste Zug in den kritischen Abschnitt einfahren und der zweite Zug muss warten. Im Flowchart muss also dieser Teil atomar sein, prüfen der Lokvariable, ob sie true ist und wenn nein, sie auf true setzen. Zur Implementierung dieser Operation gibt es verschiedene Ansätze. Auf Maschinenbefehlsebene gibt es typischerweise atomare Befehle wie beispielsweise Test and Set, die genau diese Operation ausführen. Auch an der API, Programmierschnittstelle von Betriebssystemen oder in Programmiersprachen kann man entsprechende Funktionen und Methoden finden. In der Java-Klasse Atomic Boolean gibt es beispielsweise die Methode Get and Set. BS-API-Funktionen kann man einsetzen, um sogenannte Logfiles zu realisieren, wie wir gleich demonstrieren werden. Logfiles nutzen die Tatsache, dass alle Prozesse ein gemeinsames Dateisystem benutzen und damit sehen können, ob bestimmte Dateien existieren oder nicht. Alle Programmiererinnen und Programmierer einigen sich nun auf einen festen Dateinamen, beispielsweise hier XY. Ob die Datei XY existiert oder nicht, soll anzeigen, ob man in einen kritischen Abschnitt eintreten darf oder nicht. Existenz der Datei entspricht also dem Wert der Logvariablen true oder false. Die Datei existiert soll bedeuten, der kritische Abschnitt ist gesperrt, sie existiert nicht, bedeutet, sie ist frei. Der Inhalt der Datei spielt dabei keine Rolle, nur ihre Existenz als solche. Die Prüfung und Operationen sehen also folgendermaßen aus. Jeder Prozess versucht vor Betreten des kritischen Abschnitts die Datei mit diesem festen Namen zu erzeugen. Wenn die Datei schon vorher existierte, versucht er es erneut. Nur wenn er die Datei neu erzeugen konnte, tritt er in den kritischen Abschnitt ein. Und anschließend löscht er die Datei wieder. In Unix kann diese Vorgehensweise mithilfe der Open-Funktion realisiert werden, die zusammen mit dem Flag OCreate eine Datei eines bestimmten Namens erzeugt. Mit dem Flag OExcl, OExclusive, kann nun gesteuert werden, was passieren soll, wenn es diese Datei schon gab, als man versuchte, sie neu zu erzeugen. Wenn die Datei schon existierte, wird sie nicht neu erzeugt werden und Open den Fehlercode -1 zurückgeben, wenn sie neu erzeugt werden konnte, den Rückgabecode 0. Der Rückgabecode kann also genutzt werden, um in dieser Schleife zu kreisen. Open ist realisiert als atomare Operation, also prüfen, ob Datei existiert und Neuerzeugen der Datei erfolgt in einem Schritt. Zum Löschen der Datei wird dann die Funktion Unlink verwendet. Das Demo-Programm, was wir jetzt betrachten, sieht so aus. Von der Benutzerschnittstelle können die Dauer des kritischen Abschnitts sowie der Name des Logfiles eingegeben werden. Anschließend versucht in einer While-Schleife das Programm immer wieder den Logfile mit dem gegebenen Namen neu zu erzeugen. Solange dies nicht gelingt, kreist der Prozess wie beschrieben in dieser Schleife. Ein Zähler zählt die Anzahl dieser Versuche. Wenn der Logfile neu erzeugt werden konnte, wird eine Kontrollausgabe auf den Bildschirm gebracht, der kritische Abschnitt wird betreten, er dauert wie angegeben eine bestimmte Anzahl von Sekunden, er wird wieder verlassen und der Logfile wird per Unlink gelöscht. Wir starten nun zwei Prozesse, die dieses Programm jeweils ausführen, in den beiden Fenstern, die wir hier nebeneinander sehen. Zunächst im einen Fenster. Wir definieren eine lange Dauer für den kritischen Abschnitt, um Zeit für Kontrollausgaben zu haben.
Wir benennen den Logfile mit MyLog und sehen, dass dieser Logfile erfolgreich erzeugt werden konnte. Der Prozess hier links hat also den kritischen Abschnitt betreten. Das LL-Kommando zeigt, dass dieser Logfile existiert. Wenn wir nun einen zweiten Prozess starten und ihn ebenfalls auf diesen Logfile zugreifen lassen wollen, dann sehen wir hier, dass der Prozess den Logfile nicht neu erzeugen kann. Er kreist also in seiner Schleife. Und erst wenn der erste Prozess seinen kritischen Abschnitt wieder verlassen und den Logfile gelöscht hat, kann der zweite Prozess weiterlaufen. Wir sehen hier, dass sehr häufig versucht wurde, den Logfile neu zu erzeugen, was natürlich eine entsprechende hohe CPU-Belastung verursacht. Spinlocks sind also ein einfaches Mittel, den wechselseitigen Ausschluss bei kritischen Abschnitten durchzusetzen. Sie haben jedoch deutliche Nachteile. Erstens, wie gesehen, verbrauchen sie durch aktives Warten Ressourcen, insbesondere CPU-Zeit. Zweitens ist die Fairness nicht gesichert. Wir haben kein First Come, First Served, nicht der am längsten wartende Prozess, sondern der schnellste Prozess gewinnt, sodass im Extremfall Prozesse verhungern können, indem sie stets von anderen Prozessen überholt werden. Drittens ist es kritisch, wenn ein Prozess im kritischen Abschnitt stecken bleibt oder abstürzt, denn dann wird der kritische Abschnitt nicht wieder freigegeben. Und schließlich sind Spinlocks nur für den wechselseitigen Ausschluss einsetzbar, nicht aber für andere Synchronisationsbedingungen. Das Fazit lautet also, Spinlocks sind nur brauchbar, um kurze kritische Abschnitte zu schützen.